Herzlich willkommen zurück zu Let's Play RTL Skispringen 2007. Mein Name ist Glabur und wir wollen heute hier ein bisschen Skispringen. Ja. So, wachsen würde ich sagen. 3174 sind futsch. Training. Extra Training. 76 Punkte und eine Telemark-Landung. Jawohl. Land Schweiz hielt 137 Meter Rekord. 121,5. Rekordhalter G-Let's Player. Bin ich das? Ja, bin ich, weiß ich nicht. Ich glaube, das war ich nicht, ne? Nein. So. Der hat mal einen Rekord nacheinander gesprungen und heute kriege ich ja gar nichts mehr geschissen. Und wir haben schon wieder asozialen Wind. Oh, ey, das kann doch nicht sein. So. Jawohl, das sollten wir geschafft haben. Oh. Fast umgeschmissen. 87,3 Punkte, 76 Punkte sollte ich haben. So. Eieiei. Weiter geht's. Geschafft, geschafft. Herzlichen Glückwunsch, jawohl. Und wir gehen. Ich werde das. Oh, jetzt haben wir 50 Punkte. Upsa. So, wir trainieren noch weiter. Die Sprungweite, wir waren mal bei 86 oder so. Deswegen lasse ich das mal noch. So, Leon ist dran. Herzlichen Glückwunsch, durch Ihren fünften Platz im letzten Wettkampf 5.000 € gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Jawohl. 24 Points. Da ein mehr. Anlauftechnik, Flugtechnik und Landetechnik ist wichtiger. So. Dann. Lalalala. Oh, habe ich mich gerade verrechnet. So, fertig. So, für ihr 10 Gastauftritte nochmal 500, jawohl. Gerade aufgestanden hier, komm ja gar nicht klar hier. So, gewachsen. Aber jetzt, Leute, ich bin wirklich gerade erst aufgestanden. Ich muss hier ein bisschen Kaffee trinken, Training, extra Training. Mindestens 47 Punkte, jawohl. Engelberg, Land, Schweiz, Hulz, Hielz, 137 Meter Rekord, 121,5 Rekordhalter G-Let's Player. So. Oh, dieser Wind, ey. Können wir nicht mal wieder ein paar Schanzen, wo kein Wind ist, haben? Oder nicht ganz so doll. Besser gesagt, dann würde das schon besser klappen. Oh. Komm, Macker, komm, flieg. Jawohl, Telemark-Landung auf jeden Fall geklappt. Die Punkte sollten wir eigentlich auch geklappt haben. 80 Punkte, jawohl. Ich habe meinen Stuhl ein bisschen höher gemacht hier. Irgendwie sitze ich gerade ja hier wie auf einer Eierfeile. Irgendwas passt doch hier heute noch nicht so ganz. So, komm hier. Lad einen hin, sonst drehe ich dir in den Arsch. So, alles senkrecht. Herzlichen Glückwunsch, haben wir geschafft. So, Sprungkraft. Und gib ihn. 79,1. Weiter geht's. Und der Andi ist dran. Ja, 41. Nichts bekommen an Kohle. Er kriegt jetzt erstmal wieder Wachsmeister. Und weiterhin nehmen wir den natürlich, weil die Geschwindigkeit bringt einfach mit am meisten. Training, Trainermarkt. Und dann sind wir auf den gegangen, ne? Ja. Bestätigen, ja. Und extra Training. Eine Weite zwischen 95 und 106 Meter. Okay, wird gemacht. So, komm, lad doch ein hinne hier. Alte Schlafmütze. So, Andi ist dran. Jawohl. Und runter geht's.
Runner geht's, denn ich bin eins. Eins mit den Skiern. La 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 la. Jawohl, perfekt gemacht. Hat super geklappt. Ah, da haben wir jetzt bis jetzt bei jedem die Trainingsaufgabe gemeistert. Jetzt geht's so langsam wieder ein bisschen voran hier. Letztes Video war ja der Graus, Leute, ich sag's euch. Aber ich habe da immer noch Probleme mit, wenn der Wind halt zu stark ist. Dann ist es wirklich grauenvoll. Jawohl, mit dem Handy gehen wir jetzt auch über die 80 drüber weg. Und das eindeutig so. Und der Kevin ist dran. 10. Platz, 2500 Piepen. Sie treffen sich mit dem ehemaligen Sportkameraden und dafür kriegen wir Motivation plus 3. Jawohl, wir gehen wachsen. Jawohl, kann man jetzt noch die Kohle fürs Training. So, und zwar Trainermarkt 4-7, jawohl, reicht sogar. Dann haben wir für alle mal wieder Training geschafft. Extra Training. Eine Weile zwischen 80 und 94 Meter, jawohl, das werden wir gerade machen. So, ganz kurz das Video unterbrochen hier. Erstmal ganz kurz hier die Nase geschneuzt. So geht das ja nicht weiter, ja. So, runter geht's. Eieiei. Oh, komm, Baby, komm. Oh, wo will der hin? Oh. Der Leon, der Kevin ist einfach zu stark schon. So ein scheiß Gier an, aber er springt bis in die Walachei. Also echt. Wahnsinn. Ah, geschafft, jawohl, herzlichen Glückwunsch. Besser geht's doch gar nicht hier. So, Sprungkraft und gib ihm volles Düse. Jawohl. Und ab in den Wettkampf. Endlich. Engelbert, Weltcup springen 7 von 27 Land Schweiz. Hielt 137 Meter Rekord. 121,5 Rekordhalter G-Let's Player. So, jetzt muss ich aber hier mal in den Wir Gängen begrüßen gucken. Sie zum Ja. Skispringen in Engelberg in der Schweiz von Bin ja einer der hier größten und eine alte schönsten Naturschanzen der Schlaftablette. Welt. Heute Morgen, das ist ja 1904 wurde in ein Engelberg zum Grausjahr. ersten Mal ein Skispringen So. ausgetragen. Da Abrattern sprechen wir hier. heute wirklich Zack, zack, zack. Den fachkundige Andi müssen wir noch Zuschauer, selber dem springen. bekannten Platz französischen 24. Springer Marcel Der Lücklin, muss jetzt der erstmal weiter diesmal nach aber nicht oben selbst kommen am hier. Start Boah, ist. guckt euch mal den Die Wind an, Freude ist Leute. ganz auf meiner Seite, mon ami. Das kann Danke doch nur für ein die schlechter freundliche Scherz sein, Einladung ja. und hallo allerseits. So. Hier sind die besten Springer zu einem weiteren World Cup Springen versammelt. Ich bin wirklich gespannt, Perfekt. ob Sie das Niveau halten Jetzt können. müssen wir hier auch Oder noch. vielleicht setzen Sie ja noch einen drauf. Das kann doch nicht sein, Leute. Also wirklich. Mein Mann, Mann, ey. Ah, wie soll man bei dem Wind gerade runterkommen oder überhaupt das Scheißvieh gerade halten? Ich kriege hier echt gleich die Pimpanellen. Mann, Mann, Mann. Schnauze halten, du Fury. So, Kevin ist dran. Qualifikation, nein. Und dann haben wir nämlich die anderen schon alle durch. Leon, nein. Und dann fehlt noch Glabur auch, nein. Fertig. So, weiter geht's. So, Glabur als erster, jawohl. Aber das ist doch ein Wind, ey. Jetzt Den hat es kannst du ein doch bisschen angefangen zu schneien. Das ist nicht völlig in tragisch, eine oder? Tonne treten Solange es hier so wieder. Das macht bleibt, überhaupt ist gar das keinen Beste. Spaß dann. Echt, das ist unmöglich. Du bist nur am Skifliegen. Also. Eine Leistungssteigerung ist hier leider nicht zu Ja, erwarten. halt doch die Dafür aber Gusch. auch Bist du mal völlig bei so einem verdient. Wind gesprungen? Mann, 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 ey, gib mir das auf den Senkel gerade hier. Die Wiederholung wird uns Aufklärung Kann darüber doch nicht geben. wahr sein, ey. Da kann ja Jever kommen hier. So. Wollen Sie selber springen? Jawohl. Ich sage schon wieder immer so, ey. Ich Beim könnte ersten kotzen. dokumentierten Skisprungwettbewerb im Jahre Runter 1893, geht's, der runter übrigens geht's. nicht in Norwegen, Volle sondern in Pulle. Österreich stattfand, benutzte man noch einen Misthaufen als Schanze. Oh, da hat sich zum Glück einiges getan in der Bautechnik. Ja. Ey, der, ich drücke und er macht keine Telemarklandung. Mann, ey.
107 Meter, 90,5 Punkte, jawohl, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke besser. Ja, wir haben vorhin wieder mit dem Glabur abgeschissen, Leute, und das vom Feinsten. Schauen wir uns mal die... Der Springer, ne, mit dem Glabur sind wir gut gesprungen. 95, Leon hat nur 90 Punkte. Wollen Sie selbst springen? Ja. Was macht eigentlich Sven Annerwald? Hab ihn lange nicht mehr gesehen. Der kommt dich gleich bald besuchen, wenn du noch weiter über ihn redest. Junge, 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 geht ja wohl gar nicht. Das kann er einfach besser als die meisten anderen. Den Absprung hat er optimal erwischt. Aus hoher Geschwindigkeit den richtigen Absprungpunkt finden, das ist nicht so leicht, Marcel, oder? Überhaupt nicht. Jetzt haben wir hier mal 91,7 weniger gesprungen, aber vernünftig gelandet und vernünftig im Flug geblieben. Jetzt komme ich so langsam wieder rein hier. Das kann ja auch nicht sein hier. Das war hier nicht vorankommen. Andi ist dran. Selbst springen, jawolla. Heute muss er zeigen, dass mehr in ihm steckt, als er bislang war. Runner geht's. Seine Leistungen zuletzt waren nämlich alles andere als stark. Der Rückstand zu den vorderen Plätzen ist größer geworden. Ja, jetzt holt der Andi erstmal auf hier. Er hat nämlich einen dicken Hals. Springt er genau in den Bereich seiner momentanen Möglichkeiten. So, müssen jetzt auch um die 90 Punkte sein. Weiter geht's noch nicht hinaus. Ja, 92,9, jawohl. Also auf jeden Fall haben wir jetzt mit dem Andi mal dasselbe gesprungen, wie die anderen auch konnten. Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung. Und dadurch sollte das jetzt auch mal ein bisschen weiter nach oben gehen mit den Springern. Jawohl, Glabur Dritter, Andi Vierter, Kevin Sechster, Leon Zweiter, Achter. Und ich muss mal ganz kurz meine Nase nochmal putzen, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ja. Weiter geht's, weiter steht's. So. Der Leon ist dran vom 8. Selbstspringen, jawohl. Ich hoffe, dass wir jetzt diese Springen hier weiter so durchziehen können, denn dass wir mal hier richtig Kohle an Land kriegen. Ich frage mich, warum eigentlich? Es werden hier nämlich durchaus beachtliche Weiten erzielt. Den Rekord hält derzeit die Österreicherin. Oh, jetzt macht er wieder kein Telemark, du kleine Affengesicht. So. Steigenden Ast. Sein letzter Sprung war viel, viel besser. Unerklärlich eigentlich, dass er so stark abfällt. Mann. Das lohnt sich doch noch mal genau hin. Halt doch die Gusch. Naja, so weit fällt er damit auch nicht ab. Jetzt ist der Kevin dran, 6. Platz. Eine Platzierung unter den besten 20. Sind wir mal ehrlich. Da gehört der Junge auch noch nicht hin. Ihm gehört die Weiter Zeitung. Geht's. Aber ein Einbruch war zu diesem Zeitpunkt fast vorherzusehen. Meine ich auch. Und ich glaube, er sieht das selbst ganz ähnlich. Oh, ey. Jetzt machen sie kein Telemark, Leute. Ich mache nichts anderes und er macht es nicht. Na, da wird heute Abend aber jemand zufrieden. 91,2 Punkte. Leistungsvermögen voll ausgeschöpft und sich anständig präsentiert. Für ihn ist das schon ein gutes Ergebnis. Spacken. Die Regie. So. Weiter geht's. Der Andi ist dran. Mit dem müssen wir auf jeden Fall ein bisschen besser springen, dass er hier endlich in die Weltrangliste mit reinkommt. Die das Zeug dazu haben, eine Überraschung zu landen. Von Springen zu Springen wird er eigentlich immer besser. Und das kann man ja von vielen anderen nicht sagen. Das ist ja. Super Anlauf, Marcel. Sehen Sie das auch so? Ja, besser geht's eigentlich noch. Jawohl, da haben wir es endlich wieder hingekriegt hier. Für den Anlauf wäre er ganz vorne dabei. So, 112,5 und 102,5 Punkte, jawohl. Den richtigen Topf gegriffen für diese Schneeverhältnisse. Und damit ist er jetzt ganz schnell unterwegs. Das sieht schon gar nicht schlecht aus bei dem Andi. Jawohl, Andi führt, der wird auf jeden Fall Vierter. So, jetzt ist Glabur dran, jetzt müssen wir hier aber mit dem mal richtig einen hinlegen. Normalerweise ist er viel stärker wie die anderen. Kollegen ganz, ganz viel bei ihm abschauen. Professionell vorbereitet, absolut konzentriert. Komm, Baby, komm. Ein Siegertyp eben. Klasse gemacht, super. Ein richtig schöner Absprung. Er hebt ab, als hätte jemand im richtigen Moment auf einen Knopf gedrückt. Super. Na komm. So. 104 Punkte, jawohl. Aber auch nicht mehr so überragend, wie er eigentlich sein müsste mit dem ganzen neuen oder mit dem besseren Equip. Aber
Gut, was soll's. Wir sind Erster und Zweiter und sind Dritter und Vierter geworden mit 104 Punkten. Ganz knapp vor den, hinter den anderen. Der Andi hält gut mit. Ja, ich würde sagen, das ist schon gar nicht schlecht. Auf welchem Platz ist der Andi jetzt? Jetzt ist er schon 19. Also wir können auf jeden Fall den noch nach oben bekommen. So, weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch durch Ihren dritten Platz im letzten Wettkampf. Haben wir 10.000 Euro gewonnen, jawohl. Und nochmal 12.000 durch den Anwalt. So gefällt uns das. So kriegen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Kohle rein hier. Training. Wachsen wir das so jetzt ab ins Extra-Training. Und eine Weite zwischen 97 und 106 Meter. Jawohl, werden wir machen. Engelberg, Land, Schweiz. Heels 137 Meter. Rekord 121,5. Rekordhalter G-Let's Player. So. Und kriegen wir jetzt hier endlich mal wieder normale Windverhältnisse. Also sonst, jawohl. Jetzt haben wir zwar Rückenwind, aber das ist akzeptabel, der Rückenwind. Das sollte uns wenigstens nicht im Flug die Hosen ausziehen. So, da haben wir das auch geschafft. So. Genau, 100 Meter, Sprungweite, 80 Punkte. Ganz okay. Fürs Training reicht. Haben wir schon Käffchen hier. So, weiter geht's. Und dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten 40 extra Punkte. Jawohl. Rebums da reindrücken. Und ja, gut, das steigt jetzt nicht mehr so schnell, aber... es steigt. Leon ist dran. 10. Platz, 2.500 Euro. Wachsen, jawohl. Und wir haben wenigstens mal ein bisschen Kohle über. Extra Training. Eine Weile zwischen 93 und 100 Meter. Jawohl, werden wir doch glatt machen. 93 und 100 Meter, das ist fast dasselbe, was der Glabur aufspringen sollte. Also sollte man sich wirklich mal überlegen, dass die Springer hier fast... So, weiter geht's. Herr Sohn, Sie haben eine Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten 40 extra Punkte. Jawohl. Sprungweite, zack. Jawohl, 80. Auch jetzt. Weiter geht's hier. Andi ist dran. 4. Platz, 8.000 Piepen und nochmal 6.000 Euro. Jawohl. Es ist auch vorhin nur ein Springer aufgestiegen. Die anderen sind noch gar nicht aufgestiegen. Wachsen gehen. 3.300 und Training, extra Training. Mindestens 55 Punkte und zusätzlich eine Telemarklandung. Jawohl, das werden wir schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ja, ja, ja. Ja, dann werden wir das mal machen hier. So. Der Andi ist dran, der Andi ist draußen, der Andi, der fährt jetzt unterm Berg. So. Jawohl, eigentlich sollte das als Telemark gezählt haben, aber naja, kann auch nicht gezählt haben. Komm, wir haben hier noch keine Zeit. So. So, ein Pech, diesmal hat es nicht geklappt. Ja gut, trainieren, ZZ. Weiter geht's. Weiter. Und der Kevin ist dran. 9. Platz, 3.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Jawohl. So sollte das sein. Und dann Flugtechnik und Landetechnik. Jawohl, bestätigen. 12 Punkte. So, jawohl. Weiter geht's. Und dann wachsen. Jawohl. Und Training. Extra Training. 96 bis 111 Meter. Jawohl. Ja, so langsam müssen wir zusehen, dass wir hier wirklich konstant die Kohle reinverdienen. Und uns darf jetzt keine großartigen Patzer mehr passieren. Sonst haben wir wirklich wieder ein Problem, dass wir keine Kohle verdienen.
Und das können wir uns zurzeit einfach nicht erlauben. Das wird sofort bestraft, wenn wir einen Fehler haben. Jawohl, das sollte auf jeden Fall geklappt haben bei dem Kevin. Und dadurch ist er dann auch wieder ein bisschen stärker. Rubums. Wir wollen das alles gar nicht mehr sehen, dass man das nicht aufstellen kann. Schade eigentlich. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert. Jawohl. Und jetzt werden wir mal einmal hier auf Fitness gehen. So, bei dem schwimmen wir jetzt mal gegen den Wind, weil das ist ja wirklich schlecht gegenüber das, wenn man das nimmt. So, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei RTL Skispringen 2007. Mein Name ist Glabur. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Legt euch hin. Ciao, ciao.